Hallo Freunde, Regionalliga Runde 9, letzte Runde. Davon möchte ich euch heute berichten, mit Bildern und der Partie natürlich. Also, lasst uns direkt anfangen. Ich bin Jürgen, der Schachstratege, und ich möchte dir helfen, zum besseren Schachspieler zu werden. Dazu habe ich bereits über 1000 Videos gemacht, und wenn dir diese Videos gefallen, dann lass doch gern ein Abo da und drück unbedingt die Glocke, denn dann verpasst du kein weiteres Video, wenn ich eins herausbringe. Viel Spaß auf meinem Kanal. So, bevor wir starten, zeige ich euch schnell die Tabelle nach der achten Runde. Ihr seht, wir mit Delbrück auf Platz 6, Riedberg auf Platz 5. Beide komplett gesichert, da ging gar nichts mehr nach oben und auch nicht nach unten. Wir konnten also befreit aufspielen. Ja, das haben wir einfach auch gemacht. Und ich hatte hier die weißen Steine und ich weiß ja sowieso nie 3 bis 3 Minuten vor Partiebeginn, was ich spiele. Und ich habe mich diesmal für D2, D4 entschieden. Ich habe ja lange Zeit E4 oder probiere ich ja immer noch. Ja, C4 wollte ich auch mal wieder ausprobieren, denke, uiuiui, aber man kann ja nur eins machen. Ne? Und heute ist es D4 geworden. Cedric, mein Gegner, Cedric Kollenberg, 2090. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder von, ja, also sowohl von ihm als auch vom Mannschaftskampf und so weiter, zeige ich euch am Ende noch ein bisschen. Ich spiele Springer F3, ich wollte, ah, ich wusste immer noch nicht so genau, will ich jetzt Damengambit spielen, will ich London spielen oder einfach nur mit G3 und sonst irgendwie, Und wenn ich Damengambit spielen wollen würde, dann würde ich tatsächlich diesen Springer hier drinnen lassen. Denn der kann ja in gegebenenfalls in irgendwelchen Varianten entweder über E2 gehen, in der Abtauschvariante zum Beispiel, oder im Slawen spiele ich ihn auch ungern nach F3, zumindest nicht so früh, wegen irgendwelcher Gründe. Deswegen war mir relativ klar, ich denke, wenn ich jetzt Springer F3 spiele, dann ist auch Damengambit raus. Und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was? Meine Kampfeslaune in diesem Jahr war ja eh noch nicht ganz so extrem hoch, muss ich sagen. Sprich bei den Mannschaftskämpfen nicht. Und ich habe mir gedacht, komm, dann spielst du mal C3. Das habe ich doch mal ausprobiert, ja, dieses vom Huschi. Ne? Schöne Grüße an der Stelle. Ich habe seine Streams, gucke ich ab und zu mal, und da hat er dieses Anti-London oder wie auch immer er es nannte, ist irgendwie gegen C5 gerichtet. Irgendwie, wenn man zu früh nimmt, dann kann man C5 spielen, kann man hier rausnehmen. Da gibt es natürlich Varianten, die ich natürlich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht mehr kenne. Ich hätte mich also wieder dadurch die Gegend eiern müssen. aber so kam es auch. So kam es ja auch Gott sei Dank nicht. Deswegen bin ich schon mal ganz froh. Und wenn dieses C5 nicht kommt, sondern alles mögliche andere Zeug, dann, ja, wie zum Beispiel Läufer F4, kann ich halt im Zweifelsfall in die normale London gehen. Oder, so wie in der Partie, kam dieses Läufer F5. Da habe ich Dame B3. Da wusste ich noch, dass man den angreifen kann. Und dass Dame C8 hier ein Zug ist, der sinnvoll ist, um diesen Bauern nicht zu schwächen. Aber ich war im Grunde jetzt aus der Theorie raus. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Wusste noch, C4 kommt irgendwann, aber ich wusste nicht mal, ob es jetzt sofort kommt oder irgendwann später oder whatever. Ja. Muss ich ein bisschen improvisieren. Wir hatten uns natürlich aber auch vorgenommen, ein bisschen schneller zu spielen. Einfach mal zum Üben, dass man nicht in jeder Partie in Zeitnot kommt. Deswegen habe ich C4 auch relativ schnell gespielt. Und jetzt haben wir wieder so Damen-Gambit-Strukturen, okay. Schwarz spielt E6. Und ich dachte mir, ja, erstmal raus mit den Puppen, ne? Figuren entwickeln. Im Nachhinein bei der Analyse soll man hier wohl auf D5 schlagen. Das haben auch schon einige Supergroßmeister gemacht, ja. Der Tabatabai zum Beispiel oder Lee Kwim. Wer heißt er? Lee Kwang Yem. Da gibt es also einige, die dieses rausnehmen und dann ganz normal sich weiterentwickeln mit Springer C3 und Läufer F4 und wie auch immer. Ich wusste das natürlich nicht.
und habe sofort Springer C3 gespielt und habe mich dann einfach so ganz normal weiterentwickelt. Und ja, ist im Grunde nicht viel los, ja. Ich habe jetzt keinen großen Anspruch auf Vorteil. Schwarz ist sein Läufer hier immerhin auch, hat den Läufer vor die Kette gebracht. Auch gut. Springer B7, Läufer E2. So bis hierhin ist verhältnismäßig wenig los. Lustig war, dass mein Gegner jetzt hier, da hat er mir eine Analyse gesagt, also er hat hier Rochade gespielt. Er hat hier aber auch sehr lange an dem Zug Springer H5 überlegt, ob er diesen Läufer tauschen kann. Und weil ich ja noch nicht H2, H3 gespielt habe, um dem Läufer hier ein Rückzugsfeld zu geben. Also ich persönlich dachte während der Partie, ich könnte hier vielleicht Läufer G5 spielen, ja, damit dieser Springer sich einfach nicht tauscht. Und dieser Läufer gegen diesen Läufer ist ja strukturell grundsätzlich gut, weil der Läufer E7 sein guter Läufer ist. Ja, das war so erstmal mein weiter habe ich nicht gerechnet, so ungefähr. Ja? Mein Gedanke. Cedric meinte noch, Läufer E5 wäre auch sehr, sehr interessant gewesen und am Ende der Hauptgrund gewesen, warum er es nicht gemacht hat. Denn jetzt kann er schwierig hier schlagen, weil dann der Springer hier eventuell auf H5 landet und nach G3, das sieht alles sehr, sehr komisch aus. Ja? Jetzt droht hier G4 und dann bringt sich Schwarz nur selber in Schwierigkeiten mit. Und deswegen hat er hier nach Läufer E2 kein Springer H5 gespielt, sondern die Rochade. Und jetzt war hier das erste Mal, wo ich etwas länger nachgedacht habe, nämlich genau an dem gleichen Grund. Ich dachte mir, kann ich denn jetzt meinerseits Springer H4 spielen, ja, um diesen Läufer anzugreifen? Und ich habe es dann am Ende des Tages aus dem gleichen Grund nicht gemacht, weil Schwarz hier auch Läufer G4 wieder hat, um eventuell diesen Läufer zu tauschen. Schwarz könnte hier vielleicht sogar ähnlich spielen, ja, auch mit Läufer E4, mit der Idee hier mit dem Bauern schlagen, dass ich hier mit dem Springer so ein bisschen am Rand stehe und so. Puh, ja, deswegen, das war mir alles, denk, nee, komm, das ist mir alles zu heikel und zu kompliziert. Ich habe mich jetzt zwischen H3 und Turm C1 entscheiden wollen. Deswegen H3 einfach, um den Läufer zurückzuziehen. Aber dann dachte ich mir, H3 ist ein guter Zug, gar keine Frage, aber vielleicht auch nicht zwingend nötig. Und deswegen habe ich hier Turm C1 gespielt, weil ich ja immer dachte, dass auf Springer H5 Ideen dieses Läufer G5 funktioniert. Aber insgesamt war eben, oder hätte ich auf jeden Fall diesen Tausch auf D5 machen sollen zwischendurch mal. Wie gesagt, ich habe die Idee ja gar nicht verstanden, warum. Ja? Und Schwarz hat nämlich jetzt hier auf C4 rausgeschlagen. Okay, Schlag zurück und Springer B6. Und jetzt ist dieses Feld D5 frei geworden für die schwarzen Figuren. Diesen Läufer will ich natürlich nicht abgeben. Und dann kommt Springer D5 mit Angriff auf diesen Läufer. Okay, das ist jetzt nicht das große Problem. Aber immerhin, das Feld D5 ist für seine Figuren zugänglich und damit kann er mal mindestens eine Figur abtauschen, was ja der Seite mit weniger Raum grundsätzlich erstmal entgegenkommt. Ja, was tun? Ja? Diesen Läufer abgeben ist jetzt nicht zwingend meine Vorstellung. Ich habe den Läufer wieder nach G5 gestellt. Vielleicht wäre E5 auch interessant gewesen, weil wenn er den dann angreift, dann kann ich hier nach G3 zurückgehen. Und dann ist eben dieser Springer nach D7 gegangen und kann jetzt nicht mehr nach E4 gehen, um diesen Läufer auf G3 abzutauschen. Auch das wäre absolut interessant und unmöglich gewesen. Dann hätte ich natürlich, aber ich hätte auch wieder den hier. So, und dann habe ich wieder abgebrochen zu rechnen, weil ich denke, ja, nach F4 will ich nicht. Ja? Und eventuell nicht, dass hier irgendwelche Opfer gehen oder so. Ja? Ich denke, oi, oi, oi. Nee, das erstmal fange ich gar nicht an mit Rechnen. Und dann bin ich halt nach G5 gegangen. Und ja, Schwarz kann sich erstmal H6 noch einschieben, was grundsätzlich gut ist,
dass der Läufer ein Rückzugsfeld hat und einfach mal diesen Läufer mal hier befragt. Und ich bin dann nach Nachdenken oder relativ, ich habe bei Läufer G5 habe ich ein paar Minuten nachgedacht. Ne? Jetzt hier nach H6 gehe ich natürlich nach H4 zurück. Und jetzt können wir mal gucken. Ich darf an der Stelle den Eberhard noch mal eben schnell mindestens grüßen. Ja, aber er hat nämlich während der Partie Bilder gemacht. Und hier, schaut mal, zack, ist genau die Stellung auf dem Brett. Und ihr seht, wo ich war sogar relativ schnell, ja, 1 Stunde 20, also nur 20 Minuten verbraucht bis jetzt, war ich sehr, sehr zufrieden mit mir. grundsätzlich war sowieso der ganze Kampf super entspannend und ja, Riedberg ist ein Nachbar hier von Delbrück. Man kennt sich, ja, da. Und ging ja auch um nichts, deswegen war alles super entspannt. Selbst wenn es um was gegangen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass alles total locker und freundschaftlich zugeht. So, wir waren bei Läufer H4. Jetzt kommt Springer C3. So, und jetzt kommt quasi der spannende Moment. Oder einer der spannenden Momente. Denn ich habe ja jetzt im Grunde drei Möglichkeiten, wie ich hier auf C3 zurückschlagen kann. Und naja, zuerst denkt man, ich schlage mit irgendeiner Leichtfigur, also mit irgendeiner Schwerfigur, Entschuldigung, auf C3, Turm oder Dame. Ne? Aber in dem Augenblick, wenn ich hier schlage, kann halt immer mal, vielleicht nicht sofort, aber dieser Zug Springer E4 folgen, mit Tempo auf den Turm. Ja? Nur mal als Beispiel, ich würde jetzt, Schwarz macht jetzt hier sowas, ja, um den Läufer zu decken, ich mache die Rochade. Dann wäre der hier vielleicht möglich, weil jetzt kann ich hier auf E7 nicht schlagen, weil er hier die Qualität gewinnt, weil er hier dieses Tempo auf E2 noch bekommt. Und deswegen ist die Rochade schon schwierig, ja. Sagen wir, ich mache irgendwie einen anderen Zug, dann ist Springer E4. Ja, warte, ich wollte, genau hier wollte ich. Wenn Schwarz hier Springer E4 spielt, dann kann ich auf E7 nehmen. Und dann bekomme ich zwei Figuren für den Turm. Das wäre gut für mich. Und das möchte Schwarz natürlich nicht, ja, ist klar. Ja, ihr seht, hier sind so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen störten. Und deswegen habe ich dann am Ende des Tages tatsächlich mit dem Bauern geschlagen, obwohl es ja komisch aussieht. Ja, eigentlich will ich den Turm ja hier auf der offenen Linie haben. Und genau dieses, dass diese Struktur jetzt hier auch mit dem Bauern und dem Turm dahinter entstanden ist, ist eine Folge, dass ich halt in der Eröffnung nicht auf G5 getauscht habe. Ja, und ja, ich hoffe, ich kann mir das merken und auch, ja, wenn ich das vielleicht in 2, 3 Jahren nochmal aufs Brett bekomme, dass ich mich dann auch noch daran erinnere, dass man hier auch selber dann auf D5 abtauscht. Eben aus diesem Grunde, um das Schwarze hier nicht, ja, das Schlagen auf C4 und den Springer hier und so, ja, merken wir uns. So. Turm E8 deckt diesen Läufer, das ist vernünftig. Ich denke, ja, erstmal Rochade machen, das ist vernünftig. Ja, und zack, kommt der Springer nach E4. Und hier habe ich tatsächlich jetzt mal, ich weiß nicht, 20 Minuten oder so nachgedacht. Grundsätzlich, klar, dieser Läufer wird wahrscheinlich getauscht in irgendeiner Form, was den Schwarzen vielleicht so ein bisschen entlastet. Okay. Nebenbei droht vielleicht auch noch Springer D2 mit Qualitätsgewinn. Ich könnte also Turm D1 spielen. Jetzt habe ich halt ein bisschen hin und her überlegt. Ja, so, spiele ich jetzt erst den hier und wenn er schlägt, dann schlage ich mit Springer H4 zurück, habe ein Tempo auf den. Ja, was kommen da für Stellungsbilder raus? Oder tausche ich halt auf E7, dann kommt der Turm nach E7. Und dann kann der Turm vielleicht nach C7, um dieses C5 zu unterstützen. Dann hat er sich hier schon mal verdoppelt. Ja, und das alles gegeneinander abzuschätzen, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Denn genau die Stellung, die am Ende aufs Brett kam, die hatte ich jetzt hier schon vorausgesehen und, naja, so ein bisschen befürchtet. Am Ende des Tages habe ich dann hier halt getauscht. Ja? Schwarz schlägt zurück und ich nehme mit Turm FD1 das Feld D2 unter Kontrolle. Natürlich, diese Gabel auf D2. Noch nicht möglich, ja? Aber
In einigen Varianten war der Springer, wenn ich zum Beispiel hier auf H4 dieses geschlagen hätte, mit dem Tempo auf F5, dann wäre das hier immer schon möglich gewesen. Außerdem will ich diesen Springer ja jetzt in Zukunft auch mal Richtung Zentrum spielen. Ja, und dann, also irgendwie muss ich D2 mal zwischendurch bewachen. Und jetzt kam C6, C5, ja, sehr guter Zug, greift das Zentrum an. Wenn Schwarz jetzt hier erstmal nichts macht, jetzt ich mache mal nur als Beispiel A6, dann werde ich wahrscheinlich mit C4 spielen, ja, und jetzt denkt man, er macht immer noch nichts. Dann kann ich hier vielleicht C5 spielen. Das gut. Nämlich diesen Punkt hier auf D6, ja, da ist mein Springer hier über E5 nach C4, diese beiden Felder dann beleuchtet. Diesen Springer von F3 kriege ich ja vertrieben, ja, und dann kann ich mit dem Springer da reinhüpfen. Naja, das wäre natürlich ein Traumszenario, mehr oder weniger, ne? Aber das ist ja klar, dass das Schwarz nicht zulässt. Er spielt selber C5. So, und jetzt war das absolut spannend. Ich dachte mir erstmal Springer E5. Damit habe ich F2, F3 im Hinterkopf und E3, E4 Geschichten, ja, diesen Läufer hier von dieser Diagonale mal abschneiden, der störte in der einen oder anderen Variante. Jetzt kam C schlägt D. Genau, und hier wieder eine sehr, sehr spannende Stellung und ja, vielleicht gar nicht so unwichtig, die Stellung. Denn hier musste ich überlegen, wie schlage ich jetzt zurück. Und der sehr, sehr natürlich aussehende C schlägt D ist vielleicht gar nicht mal der beste. Weil dann Turm C7 kommt und auf einmal sehen wir, Turm, Dame und dieser Springer, die drohen hier mal nach C3 zu gehen. Also besonders der Springer, ja, hier mit Gabel auf Turm und Läufer, dann wird die C-Linie verstellt und versperrt und der Turm ist ja auch noch angegriffen und dann könnte auf C1 was hängen und ich denke, das ist doch irgendwie nicht richtig hier. Ne? Und deswegen habe ich am Ende des Tages mit dem E-Bauern geschlagen, was auch ja, völlig in Ordnung ist und auch laut Computer besser ist. Okay, Turm C7. Und jetzt sehen wir auf einmal, hat Schwarz hier auf der halboffenen Linie einen gewissen Druck. Der C3 ist angegriffen, ist auch rückständig. Den kann ich Gott sei Dank noch schnell nach vorne drücken, nach C4. Und jetzt haben wir hier eine Stellung und ich war mir während der Partie überhaupt nicht sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht schlechter stehe. Aber ob und wenn ja, wie viel ich besser stehe, konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Weil immer mal der C1 natürlich auch hier so ein bisschen durchhängt, ja, wenn die C-Linie aufgeht zum Beispiel. Wohin mit meinen Figuren überhaupt? Und ich, naja, und wenn man nicht so hundertprozentig sicher ist und, tja, was soll man machen, ne? Schwarz spielt Turm B8 und adressiert mehr oder weniger irgendwie die Idee mit B7, B5. Ja, ob das jetzt mit A6, B5 nochmal vorbereitet wird oder vielleicht sofort gespielt wird. Alles sehr, sehr spannend, die Möglichkeiten. Auch geht dieser Turm hier auf B8 meinem Läufer hier potenziell aus dieser Diagonale raus. Wenn Schwarz irgendwann mit B, ob B6, B5, was auch immer spielt, wird dieses Feld C6 schwach. Sprich mit meinem Läufer hier und dem Springer, da könnte irgendwas gehen, ne? Vielleicht mal irgendwann. Das haben wir dann in der Analyse auch so ein paar Varianten durchprobiert und manchmal hatte Weiß ein bisschen was und manchmal nicht. Deswegen ja, genauso unklar quasi wie während der Partie. Und ja, ich wusste nicht so genau. Ich denke, stell mal den Läufer nach F3 und auf diese Diagonale ja, bis hierhin. Meine Hauptidee war jetzt im nächsten die Dame nach E3 zu spielen, um prinzipiell diesen C1 mal gleich zu halten und natürlich hier auch den E4 anzugreifen. Man muss natürlich immer so, wenn man die Dame hier wegzieht, immer so ein bisschen diesen Zug F7, F6 auf dem Schirm haben. Und dann wird der Springer vertrieben, denn der Springer deckt ja auch den C4 mit. Ja? Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass so ein Zug wie F7, F6 auch eine massive Schwächung der ganzen Bauernstruktur vom Schwarz ist, hier vom König. Ja? Dass die weißen Felder hier ein bisschen geschwächt werden, der E6 auch geschwächt wird.
Und naja, das alles irgendwie so abzuschätzen, wie es dann objektiv richtig und gut ist, ja, super schwer zu sagen. Cedric spielt hier Springer G5 und möchte meinen Läufer nicht auf dieser Diagonale lassen. Ja, ich denke, naja, gut, da muss er halt wieder zurückziehen, hilft ja nichts. Und Cedric spielt den Springer nach E4. War schon so ein halbes verstecktes Remis-Angebot vielleicht. Und ich habe jetzt hier überlegt, ja, ich könnte ja jetzt hier mit Dame E3 anfangen. Aber wo sind jetzt überhaupt meine Pläne? Wenn ich zu früh C4, C5 mal spiele, könnte er ja auch überlegen, ob er mit B6 hier diese Wurzel sogar angreift. Und dann ist ja immer die Frage, kann ich C6 spielen? Der ist gedeckt, aber wie gesagt, der kann ja auch immer vertrieben werden. Und dann hängt hier vielleicht dieser Bauer mal und so. Und das alles, selbst wenn es jetzt nicht in einem oder in zwei Zügen, aber irgendwann könnte alles ja mal drohen und hängen und wie auch immer. Und das war mir alles sehr, sehr heikel und ich war mir einfach nicht sicher, ne? Und jetzt kam der Zufall quasi zu Hilfe, denn ja, wie gesagt, wir hatten ja uns vor der Partie ein bisschen vorgenommen, etwas schneller zu spielen. Ich hatte mein Vorhaben mittlerweile schon wieder eingestellt, ja, ich war zeitlich auch wieder, naja, nicht in Zeitnot, ja, aber so ein halbes Stündchen oder so hatte ich noch, was für meine Verhältnisse super, super komfortabel ist. Aber wie der Teufel so will, in dem Augenblick steht es 4 zu 0 für uns. Ist unglaublich. Alle Bretter, die interessant waren für uns, haben gewonnen und das super schnell. Ja, es ist ja, kommt erstens nicht immer vor und ja, noch geballt, alle gleichzeitig mehr oder weniger innerhalb von einer halben Stunde. Auf einmal stand es 4 zu 0 für uns. Ja. Ich denke, ja, komm, dann spiel erstmal Springer F3, Läufer F3 nochmal, um zu gucken, ob wieder Springer G5 kam, ja, ob das hier irgendwie ein Remis-Angebot wirklich war oder ja, ob mein Gegner jetzt hier noch irgendwie weiterspielen möchte und so weiter. Aber er hat Springer G5 gespielt und mir Remis angeboten. Dann habe ich noch mal kurz rumgeguckt und naja, mindestens zwei Bretter waren eher kritisch und der dritte auch nicht so richtig klar. Und mir war meine Stellung hier eben auch nicht so richtig klar. Also, dass ich nicht schlechter stehe, ja, aber wie hier weitergeht, ne? Und dann habe ich das Remis einfach angenommen, weil Remis ist Remis und damit ist ja ein Mannschaftskampf gesichert. Und ja, damit war ich grundsätzlich nicht unzufrieden, ne? Gegen den starken Gegner hat Remis gesichert, den Mannschaftskampf gesichert, alles wunderbar. Am Ende des Tages haben wir, müsste ich gucken, was haben wir denn? 5,5 zu 2,5 gewonnen. Ja, genau. Ich zeige euch mal nochmal eben schnell die Endtabelle. Nee, warte, wo stehen wir denn? Da, 5 zu 3 haben wir gewonnen. Also das war echt, ne? Alle die schlechter stehenden Partien sind tatsächlich dann auch gegen uns gelaufen. Und ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht Remis gemacht hätte. Ne? Und deswegen war ich im Nachhinein auch zufrieden und so. Ich zeige euch jetzt nochmal, wir haben dann die Partien analysiert, ja, und zeige ich euch nochmal hier auch mal ein Bild. Da waren wir hier. Ich mache mich mal eben kurz weg. Also Stimmung war gut, wir hatten Spaß auch während der Analyse und war einfach schön. Und ja, dieses Bild habe ich genau. Ich denke, das ja. Ich habe glaube ich das andere Bild für ein Thumbnail genommen, genau. Aber genau, hier zeigt einfach, dass die Analyse echt Spaß gemacht hat mit allem Mann. Ja? Das war sehr schön. Damit ist die Saison vorbei. In der Regionalliga. Wir haben den Klassenerhalt super geschafft. Mal schauen, was nächstes Jahr so kommt. Ne? Das ist ja alles wieder von vorne wird gewürfelt und dann weiß man nie, was passiert. Ich sage erstmal besten Dank an euch fürs Zuschauen, fürs Daumen drücken in der Regionalliga und genau, dann sage ich bis zum nächsten Jahr. Macht's gut.
Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.